Hallo da draußen, mein Name ist Gerge und wir sind mal wieder unterwegs in Minecraft. Mal wieder eine kleine, spontane Stream-Session jetzt gerade. Wen es interessiert, wenn ich online gehe, der kann ja gerne mal vorbeischauen in der Videobeschreibung. Da habe ich meinen Twitch-Kanal verlinkt. Ansonsten bemühe ich mich aber auch darum, das meistens irgendwie noch an einer anderen Stelle anzukündigen. Heute zum Beispiel habe ich es gar nicht gemacht, dafür war es jetzt zu spontan. Gut, okay. Minecraft Live Let's Play. Ich hatte noch was vor. Ich habe eben schon im Chat gelesen, ich wollte einen Holzblock austauschen. Das ist soweit richtig. Frage ist, kann ich das tun? Das dürfte hier normales Eichenholz sein. Vermutlich, gell? Jo, Oakwood. Und was ich brauche, ist dann wahrscheinlich Dark Oak, hä? Jawohl. Dark Oak wieder reinsetzen. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen dunkle Eiche übrig haben. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es halt nicht, ne? Ja, Holz. Dann gucken wir mal beim Holz. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig jod aus hier, wa? Hallo Mephisto. Mephi, alte Socke oder so ähnlich. Ja, und herzlich willkommen im Stream. Und Bene Gamer war schon von Anfang an da, auch schon vor der Aufnahme, aber kann ich auch mal erwähnen. Hallo und herzlich willkommen, Bene Gamer. Okay, in der Truhe hatte ich noch gar nichts, das war nur so ein bisschen vor so Optik, ne? Müssen wir auch noch was draus machen. Wir haben ja inzwischen ein paar Kühe. Ganz da hinten. Na gut, kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen. Aber irgendwo da hinten hatte ich ja das Gehege noch erweitert. Das heißt, wir können bald dafür sorgen, dass wir hier auch ein paar Bücher reinbekommen. Um die Viecher könnten wir uns eigentlich jetzt direkt mal zu Anfang kümmern. Ein bisschen. Holz lege ich mal gerade nochmal zurück. Ach ja, und wo ich in den Kommentaren drauf angesprochen wurde, das kann ich jetzt auch mal gerade noch machen, wo ich gerade dran denke. Das hier ist das Texturenpaket, was ich jetzt gerade drin habe. Ovus Rustic. Ich dachte, ich hätte noch was anderes zusätzlich. Na egal, Ovus Rustic jedenfalls. Und aktuell spiele ich außerdem mit einem Shader, der da heißt Zeus. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, was das komplett ausgesprochen bedeutet. Sonics, irgendwas, Ultra, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas mit Sonic. So, genau, da hinten sind auch unsere Rindviecher. Viele sind es noch nicht, aber immerhin sind schon mal welche da. Und damit das noch ein paar mehr werden, könnten wir... Guck mal, Schweine ist schon da, brauche ich nur ein Gehege drumherum bauen. Brauche ich Getreide, genau, das wollte... So, was machen denn die Schweine hier am Gehege? Die wollen wohl eingefangen werden, oder was? Okay, Seeds haben wir. Aber kein Getreide, wie es aussieht. Beziehungsweise, das könnte unten in der... Stimmt, die hat ja auch alles weggefarmt. Ah, gehen wir halt da drüben hin. Wer braucht schon eigene Vorräte, wenn er gute Nachbarn hat, gell? Hallo, Mary7 und auch herzlich willkommen im Stream. Sonic Others Unbelievable Shaders. Genau, das waren sie. Wohl dem, der für solche Fragen einen Chat zur Hand hat. Danke dir, genau das ist er. So, ein paar Patatten können wir auch noch gerade mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Sind ja da. Marodiere ich hier mal gerade durchs Feld. Aufgeforstet wird natürlich auch, ne? Ist ja klar. Kannst du Scrap Mechanic spielen? Ich weiß nicht, wie lang ich heute streamen werde. Und Scrap Mechanic habe ich jetzt nicht als Priorität angedacht. Nicht für heute jedenfalls. Zumal ich auch ganz gerne mal wieder eine Fan-Creation aufzeichnen würde. Dafür allerdings erstmal die entsprechenden Mails raussuchen müsste, weil ich dann nämlich 2, 3 Einsendungen im Auge habe, die ich gerne bevorzugt erstmal wieder raushauen möchte. Das bräuchte allerdings ein wenig Vorbereitung. Kennst du Echo? Ich habe gesehen, dass Gronkh und Turbinator das spielen, habe aber noch nicht reingeschaut bei denen. Also, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wie es ist. Aber da die es jetzt schon eine ganze Weile spielen, scheint es wohl gar nicht mal so verkehrt zu sein. So, die Seeds packen wir zurück. Und das Getreide...
Das wollte ich eigentlich für die Rindviecher haben. Wir können ja mal gerade gucken, ob wir hier noch ein paar mehr finden. Einfach mal so ein ganz ruhiger Einstieg. Ich habe im Moment eine Playlist hier an. Das ist nicht meine übliche Tagesplaylist, sondern, wollen wir gerade selber nachgucken, wie ich die genannt hatte. Relaxing Modern. Da sagt es natürlich nicht allzu viel. Da habe ich jetzt einfach alles reingeschmissen, was für mich irgendwie im weitesten Sinne so unter diese Beschreibung passen könnte. Aber sollten auf jeden Fall die anstrengenden Lieder nicht dabei sein. Sag mal, wie viele Schweine sind denn hier? Ein paar Schafe sind auch noch da, aber was ist denn hier mit den Schweinen los? Die Minecraft-Schweine müssen mit Karnickeln verwandt sein, wenn ich mir das hier so ansehe. Es ist ähnlich wie Minecraft aufgebaut, nur komplizierter und man muss die Umwelt erhalten. Also dieses Eco wahrscheinlich. Ja gut, dann wird der Name Eco ja auch Sinn machen, ne? Jetzt wird es langsam duster. Sehe ich da hinten eine Kuh? Nee, Schafe. Schafe, Schafe, nichts als Schafe. Na gut, wenn es hier langsam duster wird, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Hauen uns eine Runde hin. Dann ganz Stück nix und dann schauen wir weiter. Hallihallo, Black German LP. Was für eine schöne Ressourcen-Shader-Kombi. Ja, da bin ich auch ganz zufrieden mit. Da hatten wir es eben schon mal kurz von. Das ist, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, ob ich so nochmal hinbekomme. Das ist Ovus Rustic, das Texturenpaket. Und der Shader ist der Zeus, der Sonic Others Unbelievable Shader. So ungefähr hieß der, glaube ich. Im Chat stand es eben noch. So, ja, jetzt laufen wir mal gerade ganz schnell zurück. Oh, okay, alles gut, kein Fallschaden. Das Schöne an dem Shader ist, dass er sich in seiner Helligkeit immer so ein bisschen anpasst. Das erwähne ich immer wieder gerne. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nach unten gucke, gut, hier ist es nun mal sehr duster. Weil wenn man sich die Fackeln da drüben ansieht, die stechen doch ziemlich heraus. Vor allem tagsüber sieht man das sehr deutlich. Wenn ich im Haus bin, dann sieht man erstmal, wie es dunkel ist beim Reinkommen und wie sich der Shader langsam aufhält. Und wenn ich dann aus dem Fenster rausgucke in den Sonnenschein, dann sieht man, wie der Shader wieder langsam runterdimmt. Spielst du im Survival, also ohne Server? Ich spiele ohne Server, genau. Ich spiele einfach nur Singleplayer gerade. So, ansonsten keine weiteren Mods drin, außer natürlich hier Optifine, ne? Ist ja klar. Aber ansonsten nur Shader und Texturenpaket und das war's soweit. Ich spiele das relativ konventionell, wenn man so will. Nebenbei empfehle ich dir, Subnautica zu spielen. Okay. Ist mir auch ein Begriff, weil das viele Leute spielen, aber ich selber habe auch das noch nicht angespielt bisher. Ach genau, die Kartoffeln haben wir noch über. Die können eigentlich mal gerade in den Keller. Kartoffeln gehören in den Kartoffelkeller. Das macht hier irgendwo auch Sinn. Bau einen Zaun und leuchte aus, damit du vom Monster deine Ruhe hast. Ja gut, das hilft ja auch nicht, wenn ich irgendwo in der Weltgeschichte herumvagabundiere, ne? Im Prinzip würde ich sagen, hast du schon recht. Hier ein paar gebackene Kartoffeln können wir nochmal mitnehmen. Getreide kann hier rein. Das habe ich eigentlich extra mitgenommen für die Kühe und jetzt, ja. Naja, später. So, hat hier noch irgendwelche Projekte am Haus offen? Hauptsächlich Leder als nächstes, wenn ich mal so drüber nachdenke. Uah! Dein scheiß Ernst, ich habe gerade auf den Chat geguckt. Lass mich doch hier mal um meine Community kümmern. Was ist denn los mit dir? Alter, ich habe doch keinen Bock, hier einen Bunker aus meiner Bude zu machen, um sicher zu sein vor den Creepern. Entsprechend müssen wir mit sowas von Zeit zu Zeit tatsächlich leben, so leid es mir tut. Na gut, ein bisschen Erde hatte ich noch dabei, damit müssten wir das Loch hier eigentlich recht fachmännisch wieder ausbessern können. Mein Gott, diese Mistviecher, diese Ver... Naja. Ich spreche einfach mal nicht aus, was ich sonst noch so im Kopf hatte gerade.
So. Bisschen Zäune haben wir sogar noch übrig. Ja, besser als nix, ne? Nein, das war falsch. So machen wir das. Dann haben wir hier noch ein kleines bisschen Gravel übrig. Das gefällt dem Rallye-Fahrer genauso wie dem Minecraft-Bauer. Diese miesen, schwarmintelligenten Selbstmordbombenviecher. Genau, da sagst du es wohl. Da sagst du es wohl. Obwohl, schwarmintelligent können sie ja nur sein, wenn sie im Schwarm auftreten, was ja in diesem Fall eben nicht der Fall war. Das heißt, er hat sich von seinem Schwarm gelöst, das heißt, er war nicht so sonderlich intelligent. Also die Creeper bitte nicht falsch verstehen. Ja, wer sonst? Ich? Sprichst du im Plural von mir? Das hätte ich jetzt so eigentlich nicht interpretiert. Alles gut. Habe ich ja schon wieder einen Dirtblock in der Hand. Der kann eigentlich... dahin. Passt schon. So, okay. Jetzt aber kurz überlegen, was habe ich vor, worauf habe ich Bock? Holz gesammelt hatten wir erst wieder. Kühe müssten wir suchen, Kühe müssten wir... ja, komm. Ich sehe jetzt zu, dass wir ein paar Kühe noch ins Gehege kriegen. Und wenn das geschafft ist, dann können wir mal wieder auf eine kleine, aber feine Höhlenexkursion gehen. Da hätte ich Bock drauf, aber ich will, dass währenddessen schon mal ein paar Kühe da sind. Kannst du den Witz vom Ende der vorletzten Portal-Folge erzählen, den du nicht erzählen wolltest? Die Ironie ist, ich hatte ihn ja erzählt. Das war tatsächlich der ganze Witz. Und er ist erstens sehr alt und zweitens nicht besonders gut, aber er war fertig und vollständig. So, so begeben wir uns denn auf eine epische Reise, um Rindviecher zu suchen. Aber auch das bleibt nun mal nicht aus in Minecraft, ne? Wir brauchen nun mal Leder. Ich hoffe, ich kann mir einigermaßen merken, in welche Richtung ich laufe. Ich laufe der aufgehenden Sonne entgegen. Sollte ich mir merken? Hü-hüpf, hü-hüpf, hü-hüpf. Ich bin Kerger aus dem Dschungel. Ich springe von Ast zu Ast. Das einzig Doofe ist, hier oben werde ich sehr wahrscheinlich keine Kühe finden. Da muss ich meinen Blick doch ein wenig mehr nach unten richten. Immer noch der aufgehenden Sonne entgegen, wunderbar. Craft dir doch einfach einen Kompass. Ja, könnte ich auch, aber das wäre zu einfach. Ja, das könnte ich tatsächlich machen, aber ganz ehrlich... Ich denke mal, wenn wir der aufgehenden Sonne entgegenlaufen, hinterher dann der untergehenden Sonne folgen, dann reiten wir in den Sonnenuntergang. Und dann wird das schon einigermaßen gehen. In die Richtung sind wir ja auch schon in die Welt hinausgezogen und haben bereits wieder zurückgefunden. Ja nee, Höhlenexpedition mache ich dann erst, nachdem wir die... Was? Was? Ernsthaft einfach so direkt um die Ecke? Okay, also ich meine, beschweren will ich mich da jetzt auch nicht, ne? So ist ja nicht. Aber ihr versteht vielleicht, dass ich minimal verwundert bin? Warum spawnt hier eigentlich nichts? Difficulty normal. Hm. Eigentlich? Oh, keine Ahnung. Aber wie weit reicht diese dämliche Höhle hier eigentlich noch? Ah, warte mal, ich glaube, ich nehme die Fackel mal besser auf die Offhand. So, dann sehen wir auch ein bisschen was. So, liebe Jungen. Haben wir das schon mal geklärt? Wunderbar. Aber wie weit reicht diese Höhle eigentlich noch? Oh, da vorne ist irgendwie... Da war das nichts, aber es hat sich aufgefüllt.
bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Genau, so sehe ich das nämlich auch mit. Bist du? Oh. Gehst du weg? Gehst du weg? So. Ah, bis hierhin. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, werde ich hier jetzt einfach mal alles ausleuchten. A. Und B leerlooten. Also ausleuchten beginnt mit A und leerlooten beginnt mit B, ne? Man kennt es. Und dann anschließend diese Höhle hier verschließen. Damit ich nicht auf die Idee komme, nochmal hier reinzurennen. Auch dafür, dass ich eigentlich nur ein paar Rindviecher suchen wollte, würde ich sagen, ist das doch jetzt schon mal recht erfolgreich hier, oder? Kann man machen, ne? Ab und an nochmal nach oben gucken. Dass ich hier nicht irgendwelche Kohlen oder sowas übersehe. Oder Creeper. Diese verschissenen Leisetreter. Ich mag die Musik, die gerade läuft. Finde ich ganz angenehm. So, ein paar Kohlen. Die entreißen wir Mutter Erde natürlich auch noch. Ist ja klar. Was habe ich hier gerade gehört? War das ein Huhn oder ein Enderman? Eigentlich egal. Ich wüsste nicht mal, was... Das Ende der Welt. Das Nichts. No, haben wir einen kleinen Bug gefunden. Passiert. Die Kohlen hier nehmen wir natürlich auch mit. Sag mal, das ist doch wirklich ein Enderman, den ich hier höre, oder? Ich hoffe, den graben wir jetzt nicht aus. Ja, hier ist ein Enderman. Spinne höre ich, aber die sind alle irgendwie in einem Nebendungeon, ne? Das sind hier die Nachbarn. Vielleicht, nur vielleicht, sollte ich mich doch dagegen entscheiden, diese Höhle hier abschließend zu versiegeln. Wir könnten nämlich mal schauen, was hier in den Nachbarhöhlen so ist. Was lese ich hier? Kohle, 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 Kohle. Ach was, nein. Da hat schon jemand das Patent drauf. So, hier ist unser Dungeon. Wunderbar. Unser Dungeon. Hier ist auch noch eine Fackel hinterlassen. Nicht, dass das nötig wäre, aber ich würde ganz gerne dafür sorgen, dass hier hinterher möglichst nichts spawnt. So, den Spawner lasse ich hier stehen. Die ganzen bemoosten Steine hier, die könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Verrottetes Fleisch, Knochen. Aber das Brot hat's natürlich, das hat natürlich die Jahrhunderte überdauert hier unten, ne? Alles kein Problem. Und ein Sattler. Dann reiten wir ja doch in den Sonnenuntergang, hä? Oh Mann. Ach komm, ich nehme einfach mal, was ich kriegen kann. Eine Musik-CD. Der Abend ist gerettet. Hocken wir uns später in den Ohrensessel, den wir noch gar nicht haben. Oh. Okay, auch schön. Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Die Disco-Kiste. Na komm, die bemoosten Steine, die nehme ich jetzt einfach auch mal noch mit. New Recipes unlocked. Aber warum eigentlich nicht? Finde ich doch mal schön. Und die Cobbles, die ich hier mit aus dem Boden rupf. Also die normalen, hier sind ja auch ein paar normale mit drin. Die können wir auch noch irgendwie verarbeiten, das ist kein Thema. Da finden wir schon was. Was wäre das ja eigentlich für einen Spawner, wenn er entspawnen würde? Ein Zombie-Spawner. Ah ja. Wäre eigentlich eine ideale Sparring-Bude hier, ne, um Level zu sammeln. Wenn hier denn wirklich etwas gespawnt würde.
Wenn du übrigens das, was du aus dem DB9 der heutigen Folge Carbon gemacht hast, interessant. Mal ein anderer Ansatz für so einen Gentleman-Racer. Ja, mein erster Ansatz war ja britisches Racing-Grün. Das passt ja eigentlich ganz gut. Und dann habe ich angefangen, verrückt zu werden. Aber ich kann dich beruhigen, in der nächsten Folge wird der Wagen ein wenig entgrünt. Und mir persönlich gefällt er danach nochmal ein ganzes Stück besser, muss ich sagen. Da ist echt was Gutes draus geworden hinterher. Vielleicht waren das auch gar nicht die Nachbarn, die ich gehört habe. Vielleicht war es einfach nur die allgemein hereinbrechende Dunkelheit. Die Dunkelheit bricht. Böhe. Einziges Problem, ich bin jetzt ein bisschen orientierungslos. Ich glaube, ich bin von hier gekommen und dann rechts runter. Das heißt, das da wäre der Heimweg. Und das heißt, wir müssten in diese Richtung weiter, um zu suchen. Ich mache das einfach mal auf gut Glück. Oh. Da hinten habe ich schon mal irgendwas markiert. Und bei der Gelegenheit möchte ich hier, glaube ich, auch ganz gerne was markieren. Ich habe mir gerade so ein bisschen so eine Treppe hier einarbeiten, dass man hier gut rankommt. Und dann hinterlassen wir hier auch mal eben noch so ein paar Fackeln. So. Ja, soweit so schön. So viel zur Orientierung an der Sonne. Ja, die Sonne ist schon noch da, ne? Die ist nur irgendwo da so. Das ist ein Pfeil. Ich habe irgendwann mal einen Pfeil gebaut, der nach Hause zeigt. Lol. Schlug nebenbei Matt Silber bzw. Matt Grau als Farbe vor. Ich glaube, da habe ich sogar schon drauf geantwortet. Denn eine Folge habe ich ja weiter aufgenommen. Und, ja, was ich damit meinte ist, der Wagen ist im Moment nicht matt, aber Silber. Silberschwarz. So, hier drüben ist ein Sumpf. Und in Sümpfen sumpft es. Jetzt wüsste ich aber nicht, dass ich schon mal was von einer Sumpfkuh gehört hätte. Deswegen glaube ich, das könnte... Aua! Das könnte eventuell doch der falsche Ort sein, um Rindviecher zu suchen. Und im besten Fall eben auch zu finden. So, ich schiebe mal gerade nochmal eine Patate in die Backen. Huch! Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich nehme die wieder mit. Hallo? Na also. Waren übrigens alle, die ich hatte. Ich komme jetzt wieder auf die Offhand. So. Okay, da ist der Pfeil. Das heißt, hier will ich hin. Das sind auch nur Schweine, gell? Ja. Ja, sorry, dass es jetzt so dunkel ist. Ich weiß, man sieht nicht allzu viel. Man kann den Mond, wenn vorhanden, benutzen. Na gut, stimmt. Dann laufen wir halt dem aufgehenden Mond entgegen. Ist auch okay. Hüpf, hüpf, hüpf. Ei, Kügelmodder. Was haben wir denn? Achso, das ist noch Sand da hinten, okay. Sieht irgendwie so strange aus, dieses Helle da in der Entfernung. So. Dann nehmen wir die Viecher hier auch mal gerade noch mit. Na komm, einen lasse ich mal stehen. Hier ist sogar noch einer. Ja. Haben wir ein paar, die wir zu Hause ansetzen können. Schöne Sa... Ahahaha. Jawohl. Oh. Gehst du weg. Keiner mag dich. Schwein! Geh aus der Schusslinie! Oh Gott, sag mal, dieser... Irgendwas davon nicht wissen? Schubs mich nicht die... Schubs mich bloß nicht die Klippe runter. Sonst haben wir uns Freund. So, ich wollte eigentlich mal gerade anmerken, wie majestätisch dieser Baum hier über der Klippe thront. Also ich kann im Stream genug sehen. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal schön. Zumal ich auch nicht gerade mit der... Hundi! Auch nicht gerade mit der höchsten Bitrate rausgehe. Das weiß ich ja. Konnte man...
Noch ein Hundi. Kartoffel kriegst du nicht, die nehme ich nur, damit er aufsteht. Und hier sind noch mehr Rindviecher. Ja, also ich würde sagen, diese Reise ist dann wohl schon mal ein ganz dezenter Erfolg. Na. Setz hier mir einen Steinbock vor die Nase. Was soll er denn damit? So, 4 Hundis zusammen mit unserem. Und kein einziges Namensschild übrig. Das ist schade. Zumal ich das nächste Namensschild, das ich finde, eigentlich ganz gerne für eine Katze verwenden wollte. So, dann sehe ich mal zu, dass wir die Rindviecher hier hinten frei bekommen. Und dann werden wir... Das war nur ein Schwein hier. Gut, okay. Und dann werden wir anschließend... Gehört ihr schon mir? Ja. Ich habe einen Zombie gehört. Wo waren jetzt die Kühe hin? Hier waren noch irgendwo noch Klippenkühe, die ich abholen wollte. Ich weiß es genau. Huch. Hey, Kollege. Wow. Die Hunde stürzen sich in den Freitod, nur um in den Zombie beißen zu dürfen. Was geht denn mit denen? Hier ist noch eine kleine Höhle, aber nicht besonders viel zu holen, wie es aussieht. Musst du nur noch eine Hundehütte bauen. Ja, das bleibt langsam, glaube ich, nicht mehr aus, ne? Wenn die sich alle mit auf die Couch hocken wollen, dann wird das eng. So, die Kohlen nehmen wir noch gerade mit. Ich komme dahin, ohne hier einen Block hinzubauen. Haha. So, und jetzt habe ich gar nichts davon. Na, vielleicht, nee. Bin ich wenigstens an die eine Kohle noch dran gekommen. Ich muss jetzt auch nicht auf Krampf alles mitnehmen, was hier irgendwo in der Wand hängt, ne? Fackeln können wir schon mal zur Seite nehmen wieder. Wird gar nicht lang gefackelt hier. So, Rindvieh 1, Rindvieh 2. Haben wir hier noch mehr von der Sorte. Übrigens, von wegen, der Shader ist ganz schön. Ja, der Shader ist ganz schön. Wie war es nochmal? F1, glaube ich. Ja. Doch ja, ich mag den Shader. So, okay. Ich wollte nach Rindviechern gucken. Ich sehe 2 von der Sorte. Ich meine, ich hätte hier gerade auch so nichts. Hier sind die Klippenkühe, die ich gemeint habe. Hier sind sie doch. Ah, was willst du hier? Du willst sie kurz aber nicht runterschubsen, oder? Ich will nämlich, dass die mit hier hochkommt. So. Und die eine ganz da unten, die können wir vielleicht ein andermal abholen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, die noch mitzunehmen. 3 haben wir, dazu die Hunde. Ja, reiche Ausbeute, würde ich mal sagen. Und die aufgehende Sonne ist... dort? Ja, sieht so aus. Und das heißt, wir laufen jetzt den Schatten entgegen. Warte mal, stimmt das so? Kam ich nicht von... Ich komme doch von da. Ich bin doch hier den Dings da, den Kürbissen entgegengelaufen. Habe ich mich dann eventuell falsch am Mond orientiert oder so? Kann das sein? Durch den Sumpf bin ich doch auch nicht durch. Nee, muss gerade irgendwie ein Fehler in der Matrix sein. Ich habe keine Ahnung. So, alle noch da, wunderbar. Die Hunde spawnen sich ja im Zweifel sowieso wieder her. Na, kommt schon. Da sind die Fackeln.
Achso, die Sonne wandert jetzt und ich bin ihr dahin gefolgt. Da haben wir gedacht, das ist die aufgehende. Ja, sollte man auch drauf achten, ne? So, um die Pfütze hier laufen wir mal gerade außen rum. Ich muss halt wirklich vor allem auf die Rinder achten jetzt. Wird übrigens eine etwas längere Folge gerade. Wir sind schon bei 30 Minuten. Aber das hier, das ziehen wir jetzt noch durch gerade. Ja gut, macht Sinn, ne? Ich habe die Aufnahme begonnen, mich einmal hingehauen und dann waren wir jetzt einen Tag und eine Nacht unterwegs. Das sind ja schon 20 Minuten. So, da ist die andere Markierung und irgendwo da hinter diesem Buckel müsste dann gleich unsere Hütte auftauchen. Genau so ist das nämlich. Wie heilt man Hunde eigentlich? Ich glaube, man muss sie einfach nur füttern. Müssen wir mal gucken, was wir noch an Vorräten haben. Und dann kriegen die was davon. Aber möglichst nacheinander. Wir haben jetzt so viele von den Viechern, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch unbedingt Nachwuchs brauchen. Immer noch alle drei, wunderbar. Na kommt schon. Hüpf. Na, wenn man eine Reise unternimmt, mit seinen Lieblingsrindviechern dabei, dann muss man eben ein bisschen Zeit mitbringen, ne? Ranjit könnte das bestätigen. Kennt den eigentlich noch jemand? Ranjit? Von was guckst du? Kennt man das heute noch? Na, komm schon mit. Dein Ernst? Guck mal, was ich dir unter die Nase halte, also. Ein Blümlein auf dem... Gehst du mir aus dem Bild? Ich will das Blümlein betrachten. Sag mal, ihr Kühe. Warum sind das nur noch zwei? Da hinten habe ich die dritte abgestreift. Hallo? Jawohl. Euretwegen habe ich die ganze Unternehmung doch überhaupt erst angeleiert. Also kommt gefälligst mit. Sicher kennt man das, lese ich gerade. Das ist schön. Jetzt auch neulich mal wieder über diverse YouTube-Vorschläge, da kann man ja bei Sachen landen, die man seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Rechnung hatte, bin ich auf Clips aus der Wochenshow gestoßen. Ihr Dings, Rickys Popsofa damals mit Anke Engelke. Das waren noch Zeiten. Vor allem, ich habe vieles davon damals als Kind noch gesehen. Und manche Witze halt einfach nicht verstanden, ne? Und heute im Nachhinein? Da macht es dann gleich nochmal so viel Spaß, sich das Ganze anzusehen. Jetzt folgen mir auch noch die Schafe oder was? Ich will nur die Rinder. Ja, und die streife ich jetzt hier ab, oder wie? Hallo? Hallo, Sie? Darf ich Sie an die Beke titten? Zitat aus der damals durchaus bekannten Reihe Kentucky schreit Ficken, wo sie immer die Anfangsbuchstaben vertauscht haben. Der Titel selbst war ja auch ein Wortspiel mit Kentucky Fried Chicken. Und ich habe gerade ein Dach erspäht. So, jetzt sind wir eigentlich aus dem Wald raus, jetzt können wir auch mal wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Na, kommt schon mit. Haben wir jetzt wieder eine abgestreift oder was? Hier sind nur zwei Schafe. Ne, da sind sie doch alle drei. Ich nenne euch Tick, Trick und Track.
Mein Gott, es kann ja heiter werden, die Viecher gleich noch aufzuteilen, dass die jeweils im richtigen Gehege landen. Obwohl, nee, Schafe sind wir los. Dann wird's sogar recht easy. Das kann ja heiter werden, ne? Der alte Arztwitz, ne? Das kann ja eiter werden. Hallo, kommt jetzt mal mit. Wie lange geht die Folge jetzt? Ach ja, 35 Minuten, naja. Ich peile 20 Minuten pro Folge an, ne? Man kennt's ja, man kennt's ja. Naja, alles kein Thema. Alles ganz normal. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Na also, das haben wir jetzt immerhin schon mal geschafft. So, Hund setzen. Die möchte ich jetzt nämlich nicht unbedingt im Gehege haben. So. Ja, nicht gucken. Herkommen. Ja, komm her. Ja, komm. Dreht ihr mir den Arsch zu, oder was? Ich wedel hier mit Futter und die dreht mir eiskalt den Hintern zu. Ich gebe dir wohl mal gar nicht. So. Jetzt aber rein da. Och, nö. So. Bin auch doof, ne? So, jetzt kann ich hier öffnen. Und die Viecher gerade alle hier reinlocken. Alle hier rein. Du bist gemeint, hallo. Na, das ist aber auch einfach. Gut, klar, von außen können sie rein, aber von drinnen nicht raus. Muss ich nur hinterher wieder entfernen, sonst habe ich hier nämlich alles mögliche Viehzeug drin. Ach, da ist die letzte, die noch fehlt, alles klar. So, einmal herkommen, por favor. So, dann hier öffnen. Genau dafür habe ich die Schleuse gebaut. Die Frage war ja auch schon mal gekommen, warum baue ich überhaupt die Schleuse? Es gibt auch einfachere Wege. Auf die Weise kann ich dafür sorgen, dass die Viecher hier reinkommen, die hier rein sollen. Dass keiner entkommt. Und dass auch nicht irgendwelches Random-Viehzeug hier reinkommt, was ich gar nicht haben will. So, und jetzt... Am Ende der langen Reise gibt es auch Futter. Denn nur satte Kühe sind glückliche Kühe. Und glückliche Kühe vermehren sich dann auch, wie man sieht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es soll für diese Folge soweit erreicht. Wir können ja hier mal gerade noch mal gucken, was hier wohl für Farbkombinationen bei rumkommen. Hier eine ganze Reihe von pinken Schafen. So, das wären schon mal zwei orangene. Blau und... Haben wir hier ein rotes eventuell? Ich weiß nicht, was ich da hinten getroffen habe. Das war grau. Grau könnten wir verbinden mit... ich klicke einfach mal. Irgendwas treffen wir schon. Grau mit blau. Gibt es ja eigentlich auch dominante und rezessive Merkmale? Also gibt es Merkmale, die andere überschreiben? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein graues und ein rotes Schaf verpaare, dass da immer ein rotes Schaf bei rumkommt? Am besten ein rotes Schaf, das aber rezessiv die grauen Gene noch mit dabei hat. Und wenn ich dann ein rotes Schaf mit rezessiven grauen Gen habe und ein blaues Schaf mit rezessiven grauen Gen und die verpaare, dann kommt aus einem roten und einem blauen Schaf tatsächlich ein graues Schaf bei rum. Zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Hätte doch mal was. Hat jemand Bock, eine Mod zu schreiben? So, gut, okay. Dann würde ich sagen, diese Reise sei damit an dieser Stelle beendet. Und die Folge dementsprechend auch. Ich bedanke mich also ganz herzlich. Eigentlich suchen die sich erstmal nicht dieselbe Farbe. Ja. Soviel ich weiß, verpaaren die sich mit dem Erstbesten, was sie finden. Ich meine, die verpaaren sich ja sowieso nur mit denen, denen man auch Getreide gibt entsprechend.
Wenn ich ja zum Beispiel ein weißes Schaf nehme und nur rotes, dann kommt da ja ein pinkes Schaf bei raus, ne? Deswegen. Mal kurz einen Tee, hab schon die ganze Woche einen doofen Kratzhusten. Ja. Könnte ganz gut helfen. Mein persönlicher Favorit ist Ingwer klein schneiden, in heißes Wasser schmeißen und einen Schwung Honig mit dabei. Das kommt eigentlich am besten in den Zusammenhang. Und gute Besserung natürlich. Wie ich es vergesse. Einen letzten Getreidehalm habe ich hier in der Hand. Den hätte ich eigentlich auch gerade bei den Viechern lassen können. Naja, das verrottete Fleisch, das kann eigentlich hier bei Loot mit rein, glaube ich, ne? Loot für die Welt. Ach, der Sattel, wir sind jetzt gar nicht in den Sonnenuntergang geritten. Schweine wären ja genug da gewesen. Na, wo schmeißt man denn sowas rein? Am besten hier zur Ausrüstung, gell? Mach ich dafür mal eine zweite Truhe auf, da kommt dann hier die Pferderüstung rein. 14 mal Gunpowder, ach krass. Der Sattel kann hier mit rein. So, das hier sei alles Loot. Dann haben wir hier unter Bergbau noch eine ganze Menge Roheisen. Was habe ich für Roh? Ja, das hatte ich nicht aufgeteilt. Es kommt alles in eine Kiste. Okay, dann kommt das Roheisen jetzt auch hier rein. Andesit brauche ich eigentlich gar nicht. Der kann aber im Zweifel mit zum Stein, würde ich sagen. Genau, hier haben wir auch Diorit. Dann kann der Andesit mit dabei. Der bemooste Stein entsprechend auch. Für Truhen haben wir natürlich grundsätzlich immer Verwendung, ne? Ist ja klar. Ja, ein paar Steine sind noch übrig. Kommen die Pumpkins jetzt in die Deko-Kiste oder in die Fressalien-Kiste? Das ist hier die Frage. Pack sie mal hier rein. Thema Bergbau, da kann auch noch die ganze Kohle hier mit rein. Ein bisschen was habe ich gerne auf Tasche. Aber der Großteil kann hier rein. Ein paar Brot haben wir noch mit. Ach komm, hier, spart Inventarplatz. Genau, gut. Die Cobbles, die... Oh. Oh, da sieht man einer an. Hier hatte ich ja irgendwann mal noch einiges. Ach du heilige Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja gut, ich würde sagen, das schreit dann ganz dezent mal nach Kellerausbau, ne? So, Mephisto muss los. Um 5 klingelt der Wecker. Oh Gott, mein Beileid, da beneide ich dich jetzt absolut nicht. Obwohl, in einem Punkt schon. Wenn du die Möglichkeit hast, draußen zu sein, während die Sonne aufgeht. Das ist immer geil. Das macht immer Spaß, wenn man morgens raus muss. Gut, aber wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen soweit und ja, gute Nacht. So, Bergbau, Bergbau, ganz viel Bergbaumaterial. Was mache ich denn da? So. Ein bisschen Eisen wollte ich mich ganz gerne auf Tasche halten. Was mache ich hier? So. Und die Steine, die werden jetzt zum Kellerausbau verwendet. Das allerdings, das Gold kann ich noch gerade mit rein, zack. So, das allerdings dann in der nächsten Folge. Stream läuft noch ein bisschen weiter, aber die Folge ist an dieser Stelle zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge.